die Dekorierung des Opernhauses für heute Abend soll 60.000 Mark gekostet haben. Dazu kommen noch mindestens 40.000 Mark andere Spesen. Nicht mitgerechnet die Unkosten, die es der öffentlichen Kasse gemacht hat, das Opernhaus wegen der Vorbereitung für den Ball 5 Tage lang geschlossen zu halten. Nette kleine Geburtstagsfeier. Ja, der Ministerpräsident hat Freude an diesen Dingen, aber es ist alles sehr geschmackvoll. Der große Ball zum 43. Geburtstag des Ministerpräsidenten findet in allen Räumen des Opernhauses statt. In den ausgedehnten Foyers, in den Couloirs und Vestibülen. Da bewegt sich die geputzte Menge. Sie lässt Sektpfropfen knallen in den Logen, deren Brüstungen mit kostbaren Draperien behängt sind. Sie tanzt im Parkett, aus dem man die Schulreihen entfernt hat. Das Orchester, das auf der leergeräumten Bühne Platz hat, ist umfangreich, als sollte es eine Symphonie aufführen. Mindestens von Richard Strauss. Es spielt aber nur in keckem Durcheinander eine Militärmärsche. Und jene Jazzmusik, die zwar wegen niggerhafter Unsittlichkeit verpönt ist im Reiche, die der hohe Würdenträger auf seinem Jubelfest aber nicht entbehren will. Hier hat alles sich eingefunden, was in diesem Land etwas gelten will. Niemand fehlt, außer dem Diktator selbst, der sich wegen Halsschmerzen und angegriffener Nerven hat entschuldigen lassen und außer einigen etwas plebejischen Parteiprominenten, die nicht eingeladen worden sind. Hingegen bemerkt man mehrere kaiserliche, königliche Prinzen, viele Fürstlichkeiten, fast den ganzen Hochadel, die gesamte Generalität der Wehrmacht, viele einflussreiche Finanziers und Schwerindustrielle, einige Minister, eine berühmte Schauspieler, über 2000 Einladungen sind verschickt worden. Von diesen sind etwa 1000 Ehrenkarten, die zum unentgeltlichen Genuss des Festes berechtigen. Von den Empfängern der übrigen 1000 hat jeder 50 Mark Eintritt zahlen müssen. Ja, so kommt ein Teil der ungeheuren Spesen wieder herein. Der Rest geht zulasten jener Steuerzahler, die nicht zum näheren Umgang des Ministerpräsidenten und also keineswegs zur Elite der neuen deutschen Gesellschaft gehören. Ein ausgesprochen herrliches Fest. Alle Anwesenden scheinen es auf das Intensivste zu genießen, sowohl die mit den Ehrenkarten als auch die übrigen, die 50 Mark Eintritt haben zahlen müssen, um dabei sein zu dürfen. Man tanzt, man schwatzt, man flirtet, man bewundert sich selber und die anderen und am meisten jene Macht, die sich so üppige Veranstaltungen wie diese gönnen darf. In den Logen, an den Wandelgängen, an den Verführern, Buffets sind die Konversationen sehr lebhaft. Man diskutiert über die Toiletten der Damen, über das Vermögen der Herren und über die Preise, die die Wohltätigkeitstombola bringen wird. Das wertvollste Stück wird ein Hakenkreuz als Brillanten genannt. Etwas sehr Niedliches und Teures als Brosche oder Anhänger an einem Collier zu tragen. Eingeweihte wollen wissen, dass es auch höchst amüsante Trostpreise geben wird. Zum Beispiel naturgetreu nachgebildete Tanks, Maschinengewehre. Bam! Aus Lübecker Marzipan. Einige Damen behaupten launig, dass sie noch lieber ein Mordinstrument aus so süßem Stoff haben wollten als das kostbare Hakenkreuz. Diese schön geputzten Menschen, die sind von einer Munterkeit, die nicht gerade Vertrauen erwecken wirkt. Sie bewegen sich wie die Marionetten, sind aber zuckend und eckig. In ihren Augen lauert etwas, ihre Augen haben keinen guten Blick. Es gibt in ihnen so viel Angst, so viel Grausamkeit. Hier haben die Gelächter etwas Höhnisches, etwas Verzweifeltes, etwas Freches, Provokantes, aber Hoffnungsloses, schauerlich Trauriges. So lacht doch kein Mensch! Der sich wohlfühlt in seiner Haut. So lachen doch Männer und Frauen nicht, die ein anständiges, vernünftiges Leben führen. Ist es nicht ein ganz herrliches Fest? Ich amüsiere mich gerade so gut. Ich bin so glänzender Laune. Ich wünschte, dass alle Menschen in Deutschland und überall glänzender Laune werden. Entschuldigung, ich muss mal eben eine alte Freundin aus Köln begrüßen. Die Mutter unseres Staatstheaterintendanten, des großen Gustav Gründgens. Ja, Gründgens? Nein, nicht Gründgens. Gründgens! Er legt größten Wert auf das kleine D. Ist es nicht ein ganz herrliches Fest? Es ist ein ganz herrliches Fest. Gar nicht festzustellen, was mehr Glanz verbreitet. Die Juwelen, die Ordensterne, das verschwenderische Licht der Kronleuchter, das spielt und tanzt auf den entblößten weißen Rücken, schön bemalte Mienen der Damen, auf den Specknacken, gestärkten Hemdbrüsten und Uniformen feister Herren, auf den schwitzenden Gesichter der Lakaien, die mit Erfrischung umherlaufen. Es duften die Blumen, die in schönen Arrangements verteilt sind. Durch das ganze Lusthaus duften die Pariser Parfums, all die deutschen Frauen und die Zigarren der Schwerindustriellen und die Pomaden der schlanken Jünglinge in ihren kleidsamen, knappen SS-Uniformen. Es duften die Prinzen, die Prinzessinnen, die Chefs der geheimen Staatspolizei, die Feuilleton-Chefs, die Filmdivas, die Universitätsprofessoren, die Lehrstühle für Rassen- oder Wehrwissenschaften innehatten und die wenigen jüdischen Bankiers, deren Reichtum und internationale Beziehungen so gewaltig sind, dass man sie sogar an dieser exklusiven Veranstaltung teilhaben lässt. Man verbreitet Wolken künstlichen Wohlgeruchs, als gelte es, ein anderes Aroma nicht aufkommen zu lassen. Den faden, süßlichen Gestank des Blutes, den man zwar liebt und von dem das ganze Reich erfüllt ist, dessen man sich bei so feinem Anlass und in Gegenwart der fremden Diplomaten ein wenig schämt. Lotte! Lotte soll ein Kleid anhaben, das 3000 Mark gekostet hat. Lotte ist das Eheweib des Gewaltigen mit den vielen Titeln, der sich zu seinem 43. Geburtstag feiern lässt wie ein Märchenprinz. Lotte ist eine Provinzschauspielerin gewesen und gilt als herzensgute, schlichte, urdeutsche Frau. An ihrem Hochzeitstag hat der Märchenprinz, bam, 2 Proleten einfach hinrichten lassen. Eine Bewegung geht durch den Saal.
Es gibt ein hörbares Rauschen. Der Propagandaminister ist eingetreten. Man hat ihn heute Abend gar nicht erwartet. Alle wissen um seine gespannte Beziehung zu diesem fetten Geburtstagskind. Der Propagandaminister, Herr über das geistige Leben eines Millionenvolkes, humpelt behende durch die glänzende Menge, welche sich vor ihm verneigt. Es ist, als sei eine böse, einsame, grausame, gefährliche Gottheit herniedergestiegen in den ordinären Trubel genusssüchtiger, feiger, erbärmlicher, sterblicher. Einige Sekunden lang scheint die ganze Gesellschaft wie gelähmt von Entsetzen. Die tanzen, die starren ihre scheuen Pose und ihr Blick hängt zugleich demütig und hassvoll an dem gefürchteten Zwerg. Der bemüht sich, durch ein charmantes Lächeln, welches seinen dünnen, scharfen Mund bis zu den Ohren heraufzerrt, die schauerliche Wirkung, die von ihm ausgeht, ein wenig zu mildern. Er gibt sich Mühe, zu bezaubern, zu versöhnen und seine schlauen, tief liegenden Augen freundlich blicken zu lassen. Seinen Klumpfuß graziös hinter sich herziehend, eilt er gewandt durch den Festsaal und zeigt dieser Gesellschaft aus 2000 Sklaven, Mitläufer, Betrügern, Betrogenen und Narren sein falsch bedeutendes Raubvogelprofil. An den Gruppen von Millionären, Botschaftern, Regimentskommandanten, Filmstars huscht er tückisch lächelnd vorüber. Es ist der Intendant Gründgens, Staatsrat und Senator, bei welchem er stehen bleibt. Wie geht es Ihnen, lieber Gründgens? Ich danke Ihnen, Herr Minister, zu schade, dass der Führer absagen musste. Ich muss Ihnen übrigens zu Ihrem Hamlet gratulieren, famose Leistung. Die deutsche Bühne kann stolz auf Sie sein. Wer dem Hamlet versagt, verdient den Namen eines Schauspielers nicht. Sie haben die Tragödie ganz gefehlt. Ein Aufruhr geht durch den Saal. Der Flieger, General und seine Gattin, die gewesene Aktrice Lotte Lindenthal, sind durch die große Mitteltüre eingetreten. Brausen des Beifalls, Klatschen, Dröhnen, der Zuruf begrüßen sie durch ein Spalier von Menschen, aus welchem Jubel steigt. Schreitet das erlauchte Paarmann, wirft Blumen, die von Frau Lotte mit würdevoller Grazie empfangen werden. Die Kapelle spielt großen Tusch. Der Propagandaminister bekommt ein hassverzerrtes Gesicht. Aber darauf achtet niemand, außer vielleicht Gustav Gründgens. Der steht unbeweglich und erwartet seinen Gönner in Zusammengang. Genommener, anmutig steifer Haltung. Der Ministerpräsident, der grinst. Sein Weib lautet, das grinst nicht, sondern verschenkt Lächeln. Ja, sie ist so Idealgestalt geworden unter den deutschen Frauen. Sie hat große, runde, etwas hervortretende Kuhaugen, von einem feuchtstrahlenden, blau, wunderschönes, blondes Haar und einen schneeweißen Busen. Übrigens ist auch sie schon ein wenig zu dick. Man speist gut und reichlich im Präsidentenpalais. Man erzählt sich bewundernd von ihr, dass sie sich gelegentlich bei ihrem Gatten für Juden aus der guten Gesellschaft einsetzt. Die Juden kommen trotzdem ins Konzentrationslager. In ihrer Gegenwart werden die schauerlichsten Geheimnisse des totalen Staates besprochen. Sie lächelt mütterlich morgens, wenn sie ihrem Gatten neckisch so über die Schulter lugt. Da sieht sie Todesurteile vor ihm auf dem Renaissance-Schreibtisch liegen und er unterzeichnet sie. Abends zeigt sie ihren schneeweißen Busen und die ehrenblonde Kunstfrisur in Opernpremieren oder an den geschmückten Tafeln der Bevorzugten, die ihres Umgangs gewürdigt werden. Sie ist unberührbar, sie ist unangreifbar, denn sie ist ahnungslos und sentimental. Sie glaubt sich umgeben von der Liebe ihres Volkes, weil 2000 ehrgeizige, genusssüchtige und Snobs Lärm machen zu ihren Ehren. Sie schreitet den Glanz und verschenkt Lächeln, mehr verschenkt sie nie. An Mangel an Fantasie und an Intelligenz bewahrte sie davor, an eine Zukunft zu denken, die sie mit dieser schönen Gegenwart vielleicht wenig Ähnlichkeit haben würde. Immer noch wird Tusch gespielt! Inzwischen sind Lotto und ihr Dicker beim Propagandaminister und bei Gründgens angelangt. Die drei Herren heben flüchtig die Arme, die Grußzeremonie lässig andeutend. Da stehen sie, dargeboten der brennenden Neugier einer gewählten Öffentlichkeit. Vier Mächtige in diesem Lande, vier Gewalthaber, vier Komödianten, der Reklameschef, der Spezialist für Bombenflugzeuge, Todesurteile, die geheiratete Sentimentale und der fahle Intrigant. Die gewählte Öffentlichkeit beobachtet, wie der Dicke dem einen Intendanten auf die Schulter schlägt, dass es kracht und sich mit einem grunzenden Lachen erkundigt. Na, wie geht's uns, Mephisto? Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als wie zuvor, heiße Doktor, heiße Magister gar, ziehe nun schon an die 10, ja, herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können, dass wir mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber, Pfaffen. Mich plagen weder Skrupel noch Zweifel, ich fürchte mich weder vor Hölle noch vor Teufel, dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Ich bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen.
Ich bilde mir nicht ein, was Rechtes zu lehren, die Menschen zu bessern, zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Ich möchte kein Hund so länger leben. Und darum? Darum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft am Mund nicht mein Geheimnis wieder kommt, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau, alle Wirkenskraft und Samen und du nicht mehr in Worten kramen. Weh, stecke ich in den Kerkern noch verfluchtes, stumpfes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht, beschränkt mit diesem Bücherhaufen in Würmernagen, Staub bedeckt, den bis ans hohe Welp hinauf ein angerauchtes Papier umsteckt mit Gläsern, Büchsen ringsumstellt, mit Instrumenten vollgepropft, Urväter, Hausrat reingestopft. Das ist eine Welt, das heißt eine Welt, welch Schauspiel. Aber ach, ein Schauspiel, nur wo fass ich dich? Unendliche Natur, wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein. Schon fühle ich meine Kräfte höher, schon glühe ich wie von neuem Wein. Ich will Mut, mich in die Welt zu wagen, der Erde weh, der Erde Glück zu tragen, mit Stürmen mich herumzuschlagen und wie des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. Es dampft, es zucken rote Strahlen in das Haupt, es weht ein Schauer vom Gewölb herab und fasst mich an. Ich fühl's, du schwebst um mich, erfleht der Geist, enthülle dich. Ach, wie es in meinem Herzen reißt, zu neuen Gefühlen, all meine Sinne sich erwühlen. Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben. Du musst Was soll denn der Scheiß hier? Mann! Ich hatte dir gesagt, kein Nebel! Was soll das? Kein Nebel! Komm, nein, sag dir Entschuldigung! Denk doch mal dafür, der verdammte, verfickte Sekunde nach, was für eine Scheiße du machst! Hast du irgendeine verfickte Idee, dass das ablenkend ist? Dieser Scheißnebel! Bekommen Sie mir eine Antwort! Dass Sie nicht so schwer verstehen! Ja, schön, nochmal Nebel rein. Du hast doch keine verfickte Idee, die das mit Schauspielern zu arbeiten! Dann komm, nicht diskutieren. Ich frag dich, ich sag's dir! Was hast du gerade gemacht? Soll ich dir dein beschissenes Tonpult umdrehen? Soll ich das machen? Ja? Okay? Nein? Warum? Verfick nochmal! Machst du mir meine Sinne kaputt? Du machst das. Noch ein Scheißmal. Okay? Und ich betrete dieses Scheißtheater nicht mehr. Ich kenne den Scheiß. Ja. Ja. Was denn? Nein, ich. Oh! Moni! Nein, tut mir leid, ich hatte. Ach, fuck. Nein, nur, tut mir leid, ich hatte nur gerade ein bisschen Ärger mit dem scheiß Beleuchter. Nein, alles gut. Schön, dass du zurückrufst. Nein, Urlaub war toll. Nein, war super. Wie geht's den Kindern? Sehr schön, ja. Nein, nicht so wichtig. Nein, ich dachte, ich wollte nur, ich hatte mich gemeldet, es ging eine Corona-Soforthilfe. Ja. Nein, tolles Programm, was ihr aufgesetzt habt, wirklich. So großzügig. Milliardenhilfe. Keine, nein, wirklich toll. Also wirklich Reload und erste, zweite Stufe. Toll, nein, da habt ihr euch wirklich Gedanken gemacht. Es gibt nur ein Problem dabei. Ich bin ja quasi, also ich bin nicht der Einzige, aber ich bin ja quasi freier Schauspieler und das Problem ist, ich bin ja solo selbstständig. Genau. Und das Problem ist, ich habe ja quasi, also in dieser Corona-Soforthilfe mehr Betriebskosten. Die werden quasi gefördert. Aber ich habe ja quasi keine Betriebskosten. Meine Betriebskosten sind ja Lebenshaltungskosten, Miete, KSK. Ach so. Okay, erleichterter Zugang zu Hartz IV, okay, alles klar, darüber wird das abgegolten. Nein, das hatte ich, okay, nein, das ist alles klar. Darüber, das geht gar nicht darum, ja, okay, nee. Nein, kein Problem, alles gut. Naja, es ist, ja, nein, es ist halt einfach so, dass, naja, Hartz IV, das ist, ja, zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben, davon kann ja keiner leben, das ist ja, das ist mehr, als die meisten von uns sowieso verdienen. Nein, das stimmt ja so nicht. Nein, das ist ja nicht richtig, also ich meine, nein, 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 nicht falsch verstehen. Ich bin mir nicht zu fein, Hartz IV zu beantragen. Das meine ich nicht. Das meine ich. Wieso hochmütig? Ich bin doch gar nicht hochmütig. Wieso kann man nicht mit mir.
Wir kommunizieren doch gerade, man kann doch mit mir kommunizieren. Was heißt, man muss mich zu meinem Glück zwingen? Darum geht's doch gar nicht. Es geht nur darum, dass ich meine laufenden Kosten bediene. Ich meine Miete, meine KSK. Was heißt, ich kriege schon KSK? Da wäre es nur unverschämt, wenn ich auch noch Corona sehe. KSK ist doch was ganz anderes. Das hat doch mit der Corona... Wenn ich mein Lebensmodell so wähle, wie ich es wähle, bin ich selber schuld. Moni, nein, das ist unfair. Moni? Okay. Warte kurz, ich bin gleich wieder da. Warte einen Moment. Ja, hallo, ja, Frau Grütters nochmal, bitte. Doch, die ist da. Die ist da, ich habe gerade, vor einer Sekunde, sie hat gerade... Natürlich ist sie... Hallo? Hallo? Warum mache ich das? Ich kann doch nicht dafür! Was weißt denn du? Was redest denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn alle miteinander? Bildet euch womöglich noch was ein drauf, aber ich kann ich denn anders? Hab ich denn nicht dieses Verfluchte in mir, diese Stimme, diese Qual? Immer muss ich durch die Straßen gehen und immer spüre ich, dass einer in der Nähe und verfolgt mich. Das bin ich selber, lautlos, aber ich höre es doch. Manchmal ist es, ob ich selber hinter mir herlaufe, ich kann mir nicht entkommen. Ich will weg. Ich muss rennen, endlose Straßen. Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern, von Kindern, die gehen nie mehr weg, die sind immer da. Immer. Nur nicht, wenn ich es tue. Wenn ich und dann. Dann stehe ich vor einem Plakat. Und dann lese ich. Dann lese ich, was ich getan habe. Aber ich weiß doch gar nicht mehr. Wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie es in mir aussieht? Wie es schreit, wie es brüllt, wie ich es tun muss, wie ich will nicht, ich muss, ich will nicht, ich muss. Und das ist meine Stimme und ich will nicht mehr. Ich bin ein Schauspieler. Ich bin einfach nur ein Schauspieler. Ich bin ein Schauspieler. Ich bin ein Schauspieler. Ich bin ein Schauspieler. Thank you.